Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Danke für die vielen Resonanzen, die wir immer wieder erhalten, wie zum Beispiel folgende, die uns eine Frau schreibt. Ich finde eure Andachten, eure Zeitschrift und auch Hoffnung um 12 wunderbar. Schon häufig hat mir eure Arbeit Trost und Kraft gegeben. Und das ist unser Anliegen, dass Menschen Gottes Hilfe erfahren. Kraft und Trost und alles, was sie brauchen. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Jesus ist nicht wegen dem Sonntagsgottesdienst auf diese Erde gekommen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Jesus ist nicht wegen dem Sonntagsgottesdienst auf diese Erde gekommen. Darüber schreiben wir auch in dem Alltagsveränderer und da lesen wir in Seite 15, Gott kam für unseren Alltag. Gott kam für unser ganz normales Leben. Alles, was dir begegnet, alles, was du aushalten musst für diese Zeit und für diesen Moment, ist Gott auf diese Erde gekommen, ist durch Jesus und Jesus steht dir zur Seite. Nicht nur im Sonntagsgottesdienst, nicht nur, wenn du betest oder in deiner Andacht. Er möchte dir immer, immer nahe sein. Jesus war auch die meiste Zeit, als er auf der Erde war, unter den Menschen. Dort, wo die Menschen waren, die Fehler gemacht haben, dort war er. Und in 1. Timotheus 2 steht, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Die, die eigentlich in den Kirchen und Gemeindehäusern sind, die sollten schon gerettet sein. Aber er möchte im Alltag durch dich Menschen retten. Er möchte durch dich den Menschen zeigen, dass Christsein was Schönes ist und die Normalität für jeden. Danke, Herr, dass wir wirklich ein Werkzeug sein dürfen. Nicht nur unter Christen, sondern gerade dort, wo Menschen sind, die dich nicht kennen, die ein falsches Bild von dir haben. Und Herr, lass uns wirklich ein richtiges Bild leben von dir, Herr. Danke, Herr, lass uns Liebe wertschätzen und vergeben, leben im Alltag. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns ein Gebetsanliegen aus der Schweiz. Liebes Gebetsteam, ich hätte gerne Gebet. Ich habe eine Entzündung vom Dickdarm, muss viel Antibiotika nehmen und diese schlagen auf den Magen. Vielen Dank. Ja, Jesus, und wir danken dir, dass du diese Frau kennst und ich danke dir, dass du ihren Magen berührst, dass du da wirklich deinen Heilungsstrom fließen lässt und dass dieser Magen völlig in Ordnung kommt. Danke, Jesus, dass auch all das Antibiotika keine Wirkung hat, keine Nebenwirkungen. Danke, Jesus, dass du der Heiler bist, dass wir wissen dürfen, dass du derjenige bist, der Hilfe hat für uns und auch ganz besonders für diese Frau. Danke, Jesus, dass du eingreifst, auch bei all den anderen Kranken, die es mit dem Magen zu tun haben. Danke, Jesus, dass du der Heilende bist und dass du jeden Magen jetzt berührst, jeden Magen reinigst und wieder herstellst in die göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und auf WhatsApp kam dieses Gebetsanliegen. Hallo ihr Lieben, bitte betet für meine Augen. Ich habe seit längerem sehr trockene Augen und eine Glaskörpertrübung. Gott ist gut und ich vertraue ihm. Vielen Dank, dass ihr auch für mich betet. Und das tun wir gerne. Und das ist es auch, was wir tun sollten. Gott vertrauen für seine Hilfe. Danke, Jesus, dass du auch diese Person kennst, die da mit den Augen Probleme hat, die trockene Augen hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch da die Tränenflüssigkeit oder einfach die Ursache beseitigst. Danke, Jesus, dass diese Augen wieder vollkommen normal funktionieren. Auch dieser Glaskörper. Danke, dass diese Trübung weggeht und dass du diese Augen berührst. Und auch all die Menschen, die Augenkrankheiten haben. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen kennst und dass keiner von dir vergessen ist. Danke, Jesus, dass du da eingreifst und dass du jede Augen und jede Person berührst. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Liebes Gebetsteam, seit einiger Zeit habe ich stärkere Herzprobleme. Möglicherweise ein Zusammenhang mit komplizierter Schilddrüsen-OP, die 2009 war. Die Ursache ist nicht klar. Zu Ärzten habe ich kein Vertrauen mehr, wurde schon öfter falsch therapiert. Ich bitte den Herrn um übernatürliche Heilung. Bitte betet mit mir, dass ich wieder vollkommen hergestellt werde und gesund sein darf. Ja, das wollen wir jetzt auch tun und ich sage jedem, es ist das Allerwichtigste, dass wir Vertrauen in unseren Gott haben, auch wenn wir auf der Erde von so manchem schon mal enttäuscht worden sind. Danke, Herr, dass wir jetzt auch im Vertrauen, Herr, danke, Herr, zu dir kommen dürfen und Herr, danke. Du bist der Löser aller Probleme und auch gerade jetzt, Herr, in diesem Leiden. Und ich danke dir dafür, Herr, für die Herzprobleme, dass du sie kennst. Und Herr, Schilddrüse und OP und was alles hier in diesem Fall zusammenhängt. Ich danke dir dafür, Herr. Wir rufen Normalität in diesen Körper hinein. Herr, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz alles für uns vollbracht hast. Und lass jetzt wunderbar das Wunder geschehen, Herr. An diesem Körper, Herr, komplette Heilung. Herr, nur bei dir ist es möglich und wir glauben und vertrauen dir. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau bittet um Hilfe im Gebet. Bitte betet für die Errettung meines Mannes. Er ist Muslim. Wir haben ungläubig geheiratet und inzwischen bete ich seit 15 Jahren für seine Errettung. Unsere Ehe ist oft sehr schwierig. Wenig private Kontakte. Unsere Tochter leidet sehr darunter. Herzlichen Dank. Ja, da wollen wir auch beten, dass dieser Mann die Liebe Gottes verspürt. Und ich danke dir, Herr, dass du auch diesem Mann begegnest. Herr, lass ihn erkennen, dass du geöffnete Arme hast. Herr, dass er zu dir kommen darf und dass bei dir Liebe ist. Herr, dass bei dir genau das ist, was er ganz besonders braucht. Ich danke dir dafür, dass kein Gebet dieser Frau verloren gegangen ist. Und danke, Herr, für das Wunder, das du auch in dieser Situation tust. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe und es ist so großartig, was Jesus tut. Und eine Frau schreibt uns von einer Befreiung. Ich habe eine ganz gute Nachricht für euch. 14 Jahre litt ich unter Angstattacken, die alle 3 bis 4 Tage auftraten. Jetzt bin ich frei. Vielen Dank für eure Gebete. Ich habe jetzt eine ganz andere Lebensqualität. Meinen veränderten Gesichtsausdruck bemerkten auch andere. Ich bin dem Herrn so dankbar. Ja, und das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Und ein Mann aus der Schweiz hat folgende Erfahrung gemacht. Es ist erstaunlich, was Gott Großes geschieht. Ihr habt für mich gebetet und bei der Untersuchung wurde außer der gutartigen Prostatavergrößerung nichts festgestellt. Auch bei der Darmspiegelung wurden keine Tumorvorstufen oder Tumorgeschehen festgestellt. Auch für meine Frau habe ich mich mit der Bitte um Gebet an sie gewandt. Sie trank so wenig, dass ich befürchtete, ihr mit einer Sonde Flüssigkeit zuführen zu müssen. Das hat sich wieder gebessert. Sie trinkt ausreichend und spricht auch wieder. Danke, Jesus, für Hilfe und Bewahrung. Wie schön. Und eine Großmutter schreibt uns. Vor einiger Zeit habe ich um Gebet für meinen Enkel gebeten, dass er die Meisterprüfung besteht. Gott war bei seinen Prüfungen dabei. Er hat sie alle bestanden. Danke für euer Gebet. Und da freuen wir uns mit ihm. Ja, wie wunderbar ist es, wenn Gott Gebet erhört und wenn wir das hören. Hast auch du etwas erlebt? Lass es uns wissen. Du siehst die WhatsApp-Nummer eingeblendet, die wir eingerichtet haben, um Gebetserhörungen zu empfangen. Gerne auch mit Bild oder ein kleines Filmchen. Der Tipp des Tages heute ist, schreib dir mal die Leute auf, mit denen du an einem Tag Kontakt hast. Die, denen du begegnest, deine Familie, an deinem Arbeitsplatz und schreib sie mal auf und fange an, sie zu lieben,
sie wertzuschätzen und ihnen vergeben. Wenn du die Liste hast, dann fällt es dir bestimmt bei manchem schwer, weil eine Geschichte dahinter ist. Aber nimm dir es vor und jeden Tag immer nimm dir es vor. Du wirst es schaffen. Gott wird dir dabei helfen. Du kannst uns weiter deine Anliegen schicken oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, wir haben heute wieder etwas behandelt von dem Alltagsveränderer. Du kannst ihn gerne bestellen. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Nächsten Samstag haben wir unsere Gebetsnacht, die wir auf den Tag verlegt haben, um 14 Uhr. Sei mit dabei auf YouTube oder Livestream über unsere Webseite. Sei mit dabei und erlebe mit uns den lebendigen Gott. Herzliche Einladung zur Online-Gebetsnacht vom Missionswerk Karlsruhe. Nehmen Sie sich Zeit, dem grenzenlosen Schöpfer zu begegnen und von ihm Hilfe zu erbitten. Mit Lobpreis, intensiven Gebetszeiten, Impulsen und vielem mehr. Kommen Sie in den Livestream auf YouTube oder missionswerk.de am 26. September ab 14 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Wir verabschieden uns von dir und freuen uns, wenn du bei der Gebetsnacht mit dabei bist. Alles Gute und der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.